So Leute, weiter geht's mit Pokémon Platin. Wir sind gerade in einer Stadt, wo ich gerade nicht weiß, wie die heißt. Auf jeden Fall sucht diese komische Frau ihren Schlüssel und wir haben noch diesen komischen Finder, wenn ich dem gerade mal hier unten bei diesem... Ha. Der hat den, sie hat ihn irgendwo verloren. Ich weiß aber nicht, wo. Ich weiß auch nicht, wo man den findet. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, ich habe bei meinem DS, als ich das erstmal durchgespielt habe, richtig lange gesucht und habe es nicht mal gefunden, denn das ist natürlich nicht so schön. Für Sterne-Restaurant. Okay. Hier kann man, glaube ich, kämpfen. Ich muss erstmal meine Pokémon heilen. Ja. Kühnheitsufer heißt das. Genau. Warum auch... Gibt es hier irgendwas? Hä, nö, hier gibt es gar nichts. Warum kann man denn da... Ach, egal. Wo kann man sich bitte heilen? Kann man sich hier überhaupt irgendwie heilen? Hallo. Doch, hier bestimmt. Guten Tag. Möchten Sie hier übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Es tut mir leid. Wir sind komplett ausgebucht. Aber Sie dürfen sich hier gerne für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Ah, so ging das. Ja, aha, lass mich in Ruhe. Jetzt gehe ich kurz in dieses komische Dingens. Da war ein Restaurant, ne? Da kann man nicht kämpfen. Und ich wollte doch... Ach nee, jetzt können wir gar nicht mal ein neues Pokémon rausholen. Wen holen wir denn nach vorne? Ich glaube, das sind Dings-Pokémon. Warte mal. Dings hier, wie nennt man die? Wasser. Wasserviecher sind das. Ich glaube schon. Warum habe ich den Blitztex? Ach, Blitztex schafft das schon. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur verzügliche Menüs. Der werte Gast kann auch keinen Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Oh, ja. Das sind sogar Doppelkämpfe. Die Färbung dieses Getränks lässt eigentlich darauf schließen, dass es giftig ist. Aber meine Analysen sagen, dass es aus natürlichen Zutaten besteht. Was ist das? Du bist? Oh, ja, ein Trainer, ja. Mit deiner Freundin da, oder wie? Yay, eine Züchterin. Forscher Emilio und Züchterer Karin. Hellerbraun. Ach nee, die haben doch keine Wasserviecher. Dachte ich irgendwie. Egal. Bistex und Kabuma. Süßes Paar, ne? Ja, die sind beide männlich. Egal. Flammrad zu... Ich hab doch keine Ahnung. Mach einfach zu Kadabra, weil du hier nämlich jetzt Griffe vorfertig machst, okay? Wieso setzt du Spezial ein? Ja, schön, dass die Attacke da... Der Angriff wird gestärkt, ne? Das ist mir scheißegal. Meine Pokémon werden nicht so fertig machen. Ich meine euch. Siehst du? Guck mal, dein Kadabra ist schon weg. Also die Bedrohung ist weg. Ich bin ja nicht so gut in Pokémon. Jakobi hat noch den Dingens. Den EP-Teiler. Scheiße. Den braucht er eigentlich gar nicht mehr. Sie. Jakobi braucht... Ja, los. Mach's dreimal. Wow, nur drei. Da ist es. Und Konfusion. Los, mach das fertig. Los, Blitztex. Ich glaube, du schaffst das, oder? Wie finde ich, dass sich Blitztex entwickelt? Ich weiß nicht, auf welchem Level. 36, 35, vielleicht noch 34. Ich sage 36. Nein, na, scheiße. Ja, schön, Jakobi. Mere ist so süß. Davon habe ich ja auch eins. Das wisst ihr, glaube ich, langsam. Was ist Offenlegung eigentlich? Ich mach's einfach mal, weil ich es kann. Ne? So, was ist denn jetzt Offenlegung? Es schlug fehl. Okay, was macht das? Ja, das werden wir wohl nie erfahren. Wuhu! Oder irgendwann anders, wenn ich mir die Beschreibung angucke. Ha, die Attacke geht sogar daneben. Das ist mal gut eine. Müsste das nicht unser Flammenrad da vergeuden? An diesem blöden... Oh, es bringt so viel. Aber ich glaube, Kabuma macht das jetzt fertig? Wäre schön. Kabuma, mach es bloß fertig. Und... Warum ist das nicht so stark, wie ich dachte? Das ist schön, dass es sehr effektiv ist. Oh, es ist noch Flammrad ein, ist mir doch egal. Und du fliegst nochmal los. Oh, wir müssen schneller hier. Wow, es ist so effektiv. Und, Glut, los. Ich hätte jetzt nämlich kein Bock. Arschloch. Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein verdammtes Arschloch. Mach es fertig, danke. Warum ist Kabuma eigentlich schneller als Blitztex? Ich meine Eule und ein Affe, ne? Oh, okay. Vielleicht deswegen. Ach so, die Züchterin hat drei und... Na dann, wenn ihr meint. Wenn ihr meint, dann macht es doch, wie ihr wollt. Ist mir egal. Tötet dieses Drachen-Pokémon. Los! Oder ist es da überhaupt noch kein Drachen-Pokémon? Also Altari... Wow, what was that? Mein, Bildschirm hat mich gerade angegriffen. Es kam so auf mich... Ist klar, überlegst mit so einem... Nee, nein. Mach es fertig. Mach es bitte fertig. Ich hätte eigentlich auch Glut einsetzen können, aber warum?
why not, ne? Ja, Flammrad ist doch immer... Es ist wunderschön, ja? Ich schaue es mir gerne an, wie diese Flammen einfach auf dieses arme kleine Barblu schießen. Ich nehme auch auf, ja, ich nehme auf. Yay! Diesen Ausgang habe ich nicht vorher gesehen. Vor diesem Kampf war ich eigentlich guter Hoffnung. Tja, du guckst gerade wie ein... Wir gucken so, irgendein Pokémon guckt so. Das Ergebnis dieses Kampfes ist bedeutungslos. Trinken wir! Slauncher. Wow, das ist also das Hauptgericht. Ui, lass uns schnell die Aufnahme machen, damit ich es genießen kann. Was, du willst aufnehmen, wie man... Wie siehst, du schnüffelst hier schon die ganze Zeit herum. Willst du unsere Aufnahme stören? Ja! Woo! Komme ich jetzt ins Fernsehen? Komme ich? Nein, okay. Rico und Jutta. Ihr habt echt die geilsten Namen. Und die geilsten... das ist Elektro und Dingens, ne? Und, ich habe keinen Plan, was da effektiv ist. Ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall tippt mir dieses... Vielleicht Konfusion, vielleicht auch nicht. Wartet mal. Das ist nicht gut, dass ich hier gerade einen Flug-Pokémon habe. Das ist echt nicht schön. Das ist gar nicht schön. Aber Kirlia, warum überlebst du? Beug dich nicht so vor, du bist eine Lady. Oh, das ist nicht effektiv, das ist nicht schön. Ja, klar. Nein, nein. Aus! So, Flammrad zu Magnetilo und Konfusion zu Kirlia. Besser? Ich weiß es nicht. Ja, effektiv. Ja, das wusste ich natürlich. Ich wollte euch nur wie immer herausfordern, ob ihr das wisst. Ja, ne, bin ich nicht schlau. Ha, 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 ha. Mist. Ich wollte doch Yakubi das Ding wegnehmen. Oh, fuck. Ich weiß, dass es nicht effektiv ist. Mensch, meckert mich nicht an. Kommt da noch was? Pantimos von Kameramann. Oh, ich finde das eigentlich total, weiß ich nicht. Ich mag es nicht so gern, aber wenn ihr meint, dass ihr es braucht, dann... Warum setze ich Bodycheck ein? Dafür lässt sich doch Kabuma selber, ne? Ah, no! Nein, nein, Zielstrahl, weh du auf... Oh, ich dachte schon auf Kabuma. Hätte ich dich aber geschlagen, du Freundchen. Ich tritt mal ganz... Hallo? Das ist sehr effektiv, warum? Weil ich nur, weil ich Feuer bin, oder was? Denkst du, du kannst dir alles erlauben? Habe belebt. Ich muss kurz was trinken. Moment, bitte. Ja, ich liebe es. Ja, haben wir es. Ja, wir haben es jetzt. Das war eine beachtliche Verführung. Ich hätte damit rechnen sollen. Du weißt selber, dass ihr schlecht seid, ne? Dankeschön, das weiß ich nämlich auch. Oh nein. Während wir gekämpft haben, ist das Essen kalt geworden. Oh, das ist so scheiße. Das ist so mega scheiße. Nehmen wir erstmal unserem... Fuck. Nein, nicht unserem Fuck, unserem ich will mal Kabuma sagen. Unser Yakubi, das Pokémon. Ah, das Pokémon. Vielleicht sollten wir unser Pokémon heilen. Vielleicht sollten wir es echt mal tun. Haben wir überhaupt Superschutz? Haben wir was zum Heilen hier? Ja. Hypertrank haben wir nur. Ach, was soll's. Ne, wir haben ja Geld. Nicht wahr, Leute? Und da muss ich kurz den Platz von Blitztex, nein, nicht Blitztex, Kabuma und Sorbitan ändern. So. Perfekt, perfekt. So, was los, Lady? Oh, mein kleiner Schatz. Deine Mami ist so stolz auf dich, dass du den Test so hervorragend bestanden hast. Du darfst dir aussuchen, was du möchtest. Das ist deine Belohnung. Mein Spatz. Stell dir vor, mein Junge ist nicht nur Klassenbester, sondern auch ein Wunderkind, was Pokémon angeht. Möchtest du uns nicht herausfordern und dich selbst davon überzeugen? Klar. Gegen einen kleinen Knaben und einen alten Oma antreten? Why not, ne? Oh, Streber. Tino und Tiziana. Tiziana, oh Gott, ey. Oh nein. Ist klar. Ist klar, Junge. Wollt ihr mich jetzt völlig verarschen? Oh, wie geil Sorbitan aussieht. Ja, ich weiß, dass es nicht effektiv ist, deswegen mache ich Biss. Ja, natürlich, Spezialverteidigung. Ach, ich dachte gerade... Das Pichu ist seins, aber es war so klar, dass diese komische Frau ein Pichu hat, weil es halt so süß ist. Also, meckert mich bitte nicht an, weil ich mache gerade echt nicht schlaue Sachen. Obwohl, doch, bei Pichu, ja. Pichu hat auch, glaube ich, eine schlechte Verteidigung. Denke ich mal. Ich habe nicht keine Ahnung. Doch, ich habe sehr viel Ahnung, ne? Hier. Ja, ja. Danke, danke. Danke, danke, Pachirizo. Ey, was willst du mit deinen scheiß Viechern? Die mache ich sowas von kaputt. Nicht Ausdauer, aber komm schon. Das Mollert eigentlich mal irgendwann was ein.
Ey, Arschloch! Schlammbombe. Nein! Das ist gar nicht effektiv. Wie wär's denn mit... Flammenrapacherizo und über die holen wir einfach mal... Moment, 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 das ist nicht gut. Bei dir holen wir einfach mal Kabuma. Und dann... Nein, geh zurück! Und du setzt einfach mal bis bei Pacherizo ein. Okay? Dankeschön. Ich habe echt keinen Plan, was ich da mache, aber es ist mir scheißegal. Ich glaube, Kabuma ist gleich tot. Das kann mal passieren. Stirb doch einfach. Warum stirbst du nicht? Nein, warum setzt du das ein? Hör auf, wie ihr stirbt. Nicht sterben. Du hast sie fast umgebracht, du Penner. Ey, nein, nicht Kabuma. Haha. So, lassen wir mal schön fliegen zum Morlord ein. Und machen endlich mal diese scheiß Pacherizo tot. Ja, wir töten ein süßes kleines Pinguin. Ein Radieschen, das ist auch nicht. Das ist kein Radieschen, das ist ein Eichhörnchen. Genau. So, wir haben schon geplättet. Das ist doch perfekt hier. Schön, dass Bistex ein Level abbekommt. Das freut mich immer wieder. Ja, jo, flieg einfach. Flammbombe, no! Warum ist das alles effektiv? Wollt ihr mich jetzt voll verarschen? Und mach es einfach fertig. Los, komm schon, bitte. Ja! Ha, Penner! Was willst du eigentlich? Wow, du gehörst zu den Besten da draußen. Alles in... Ach so, alle in Ordnung? Keine Verletzten? Doch, mein Kabuma sieht ziemlich schlecht aus. Und nun spreche ich einen Toast aus. Auf das mein ganzer Stolz, mein Tino, wieder die beste Note in einer Klassenarbeit schreibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Schreiben wir die Schnösel oder diese komische Tusse an? Die Tusse. Er sagt, er würde mich zum Essen einladen, wenn ich für ihn ein Modell stehe. Also bin ich hier, aber in China habe ich mich noch nicht. Wenn ich mich bei etwas nicht entscheiden kann, dann kämpfe ich. So fällt ich dann eine Entscheidung. Ja. Das ist eine schlechte Antwort, aber ich sage einfach ja. Jo, warum denn nicht? Robin und Tamara. Tamara, guck mal, wo ist deine Brille hin? Oh, warum hast du hier Peise? Die machen so komische Geräusche. Aber Anton ist eine gute Entscheidung. Anton ist voll süß. Und außerdem können wir ein Pokémon, die alle hier schon töten. Das ist voll gut von euch. Ich mag euch. Ne? So, viel Spaß beim Vernichtet werden. Stirb. Schneller. Sei tot. Yo. One hit kill. Instant kill. Gehst du dafür irgendwie noch eine Belohnung oder so? Beat der Bleastex. Kriegst du es auch hin? Er hat einen Schnurrbart. Er ist voll süß. Aber hat er irgendwie so Hirschgeweihe, die eigentlich gar nicht echt sind. Instant kill. Genau. That's very awesome. Awesomeness! Woo! War's das? Jo, das war's. Okay. Bedeutet das etwa, dass ich nur als Künstlertalent besitze? Ich habe alle Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Model zu werden. Ja, muss da nicht kämpfen können, muss einfach nur dumm rumstehen und... Ich habe beschlossen, im Modell zu stehen. Das macht mich richtig hungrig. Also friss dich fett, dann will er dich nicht mehr haben. Ich bin mal gespannt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Ein Junge wäre ein Bruder, ein Mädchen wäre eine Schwester. Ich dachte gerade schon, du bist schwanger von diesem alten Sack. Was? Ich werde die ältere Schwester sein. Daher muss ich im Umgang mit Pokémon besser werden und ein Vorbild sein. Ja. Ja, genau. Ich hätte auch Nein sagen können, aber dann fühlt sie sich beleidigt. Ach so, das ist so einer. Veteran Immanuel und Göre Tatjana. Ihr beide Scheißnamen. Sorry, falls es jemand Tatjana oder Immanuel heißt, nehmt es bitte nicht so ernst. Ihr habt natürlich wieder mal so richtig geile Pokémon. Oh, Handy hat die Schnauze. Wieso schreibt mir immer jemand, wenn ich... Oh. Flammrad. I don't know. Kling Marshock. Und jetzt einfach mal lade, nein, Funkensprung zu. Kling Plim ein. Nein, ich hätte Biss ansetzen müssen. Ich bin so schlecht. Oh, warum mache ich das? Schlag mich bitte. Schlag mich. Ach, das passt auch. War ja jetzt nicht so schlecht, dass ich das eingesetzt habe. Okay. Yay, Erfahrungspunkte. Blister, kannst du dich mal bitte entwickeln? Ich wünsche es mir so sehr. Na, waren wir nah drin? Na dran, nicht drin. Ey! Hasperohr. Ist das schön. Oh, ich brauche unbedingt ein Kampf-Pokémon, aber ich weiß nicht welches.
bist. Heißt Büro, ist mir scheißegal. Bringt bestimmt alles nichts, aber werden wir dann sehen. Ich finde, Sorbitans Frisur hat irgendwas von Sasuke von Naruto. Ernsthaft, guckt euch das an. Ist klar. Ist klar. Klar macht sie das. Ja, warum nicht? Los, tötet Sorbitan. Ja, los, uns auch noch gegen... Ja, klar. Was hat die alle gegen Sorbitan? Sie ist das einzige Mädchen, die... Oh, Hasbiro, sorry. Und im... Hasbiro ist eifersüchtig, war ja so klar. Ja, Kobi, du bist dran. Los, mach es fertig. Ich kann nicht mehr. Mensch. Achso, ich dachte gerade schon. Flammenrad, Marschalk und... Hasbiro, ist mir egal. Es ist einfach irgendwas Kluges ein. Yo! Geh, verbrennen in der Hölle. Was? Ja, das war ein sinnvoller Satz. Yay! Finte, gehst du sterben? In die Hölle auch zu deinem Freund Marshall? Marshall? Marshall Erickson? Oh Gott. Ja, ich krieg zu viel Hauer mit dem Mother. Das kann nicht mal passieren. Eigentlich muss ich mein Zimmer noch so ein bisschen aufräumen, aber das mache ich noch. Keine Sorge, ihr könnt mir vertrauen. Ich wollte schon nicht anlügen. Oh mein Gott, was setze ich ein? Finte, das ist das Einzige, was gerade irgendwie sinnvoll erscheint. Kann es sich eigentlich entwickeln, dieses komische Jakobi? Skorkler oder so? Also ich bin mir sicher, dass es eine Entwicklung hat. Ja, es brennt! Ha! Du Penner brennst, du Penner! Geh ver... Nein! Na, geh sterben. Ha! Ich dachte schon, du machst es mit dem Distex kalt. Da hätte ich nicht sowas von... Ah, du gehörst nicht zu den Schwachen, wie? Und dann war auch noch mein Vater bei mir. Ach, das ist dein Vater. Ich dachte, es ist dein Opa. Kleine Babys, kleine Pokémon. Pia! Bist du besoffen? Gib diesem kleinen Kind bitte keinen Alkohol mehr. Es verträgt es aber nicht.